Hallo und herzlich willkommen zurück zum Politik-Tycoon mit der Volt, und zwar der letzten Folge vor der Volt. Danach geht es dann wieder weiter mit der FDP Staffel 2. Erstmal kleine Entschuldigung, da ich jetzt eine Woche nichts mehr gemacht habe. Ich bin ja als beschäftigt gewesen und bin es auch eigentlich immer noch zum Teil. Trotzdem. Ja, geht's jetzt mal wieder weiter. Langsam. Langsam, aber stetig. So. Ich muss ja noch die 200 Abonnenten bis zu meinem Special schaffen, ne? Nee. Man muss ja realistisch bleiben. Hier läuft es aber gut. Es macht mir Spaß. Eigentlich würde ich wohl gerne noch länger machen. To be honest. Aber ich glaube, langsam haben wir alles erreicht, was wir können. Wir sind Bundeskanzler mit Würde. Würde. Würde, Remmele. Naja, neues Thema, Umwälzung. Ich glaube, wir haben inzwischen überall zu was gesagt, da wollen wir gar nicht mehr gucken. Im Saarland sind wir gut dabei. Wir sind unbesiegbar. In einigen Teilen. Gut, Beck ist tot. Ja, der arme Herr Beck. So, 95.000, da sollten wir auf 100.000, denke ich, schon mal aufstocken. Einfach nur, weil wir es können. Ja? Erwartet 30% im Saarland. Aha. Ochsen steht an den 23 Wochen. Eieiei, haben wir viel Geld. Könnten wir vielleicht sogar Fernsehwerbung in Sachsen machen? Das kann man sich echt selten erlauben. Fernsehwerbung in Sachsen. Wäre fast so schön wie Fernsehwerbung in Bayern oder Nordrhein-Westfalen, ja? Nordrhein-Westfalen. Jetzt mal, ja, erstmal hier. 4 Wochen hier nochmal. Absolute Propagandamaßnahmen. Oh, die MLPT, dass die hier auf Platz 5 gerankt wird. Kritisch. Ja, ist aber leider. Ja, tatsächlich so. Die FDP, die hat weiterhin keinen Bock. Die Grünen auch nicht. Die denken sich, ja, plus 0,16%. 1,51%, aber super. Ich glaube, da werden sich die Grünen freuen. Ja. Und hier läuft es auch. Wir sind auf jeden Fall in der Regierung. Da werden wir bestimmt mit Linken oder SPD was hinkriegen können. Können eine Zweierkoalition auf jeden Fall machen, das ist mal klar. So. Ja, warten wir auf Sachsen. Müsste gleich noch Sachsen-Anhalt und Thüringen dazu kommen. Ja, komm, das hier machen wir auch noch. Das hier machen wir auch noch. Das hier machen wir auch noch. So. Müssen ja immer ein paar Optionchen haben. Volt, SPD, MLPD, Gesina, Agena. Einfach neues aktuelles Thema. Hier nehmen wir Klaus Arnecke und dann nehmen wir hier Manfred Lucha in MacPom. Wohl. Herrn Sellering. Nehmen wir Herrn Sellering. Stimmt, der Herr Sellering, da war ja zweimal Bundeskanzler. Hier. Was ist denn noch? Ah ja, in Hamburg ist er. Ja, müssen wir natürlich beibehalten, ja. Ja, bleibt doppelter Ministerpräsident, der Herr Sellering. Dafür stehe ich mit meinem Namen und dafür steht Klaus Hipp mit seinem Namen und dafür steht auch Erwin Sellering mit seinem Namen, ne? Oh, warte mal. Ah, sind wir relativ stetig, steht das eigentlich gut? Herr Lucha ist tot, auch schade. Ein ehemaliger Bundeskanzler. Ja. Von der Volt. Da habe ich mich gerade innerlich überhaupt nicht gefreut, nein. Doch, wir überholen die AfD. Das ist das Wichtigste in Sachsen. Ah, dass das nur so knapp ist, anscheinend haben die sehr gut Werbung gemacht. Mach jetzt hier nochmal. 20 Wochen gleich. Also meine Standardlänge hier. 20. War schön 20. Immer 20. Mann, ist immer eine schöne Zahl, ne? Oh Gott. Mein Niveau. Es schwindet. Herr Frobutz natürlich. 26 Wochen Berlin. Genauestens, so und so und so und. Ah, ist das teuer. So, ich würde gern 400.000 abheben. Ach komm, heben wir 500.000. Obwohl, 400.000 sollten reichen. Müssen ja eigentlich nur im Plus erstmal bleiben. Sollten jetzt durch die Landtagsverzeihungswahlen ordentlich Geld reinkriegen. Ah, die Mitgliederzahlen fuchsen mich da doch schon. War ein Skandal wahrscheinlich oder so. Ich habe jetzt nichts gesehen. Boah, sind wir doch noch ein bisschen stärker geworden als prognostiziert, hätte ich mal gesagt. Piraten sind rausgeflogen und die SPD ist rausgeflogen. Die fliegen sie aber raus, ja.
Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse und nun geht sie los, die Polonaise von Karl-Marx-Stadt bis hinter Bautzen. Ja. Karl-Marx-Stadt. Beitragssatzpflegeversicherung. Ja. Wir sind ja korrupt. Muss mir eben notieren den aktuellen Folgentitel. Ich habe da nämlich jetzt eine sehr gute Idee. Ihr habt ihn ja schon gesehen wahrscheinlich. Wie ich nicht noch einen besseren finde. Gold, Union, Grüne. Muss ich halt mal ein bisschen spekulieren hier. Klaus Arnecke, sehr schön. Vor Kraft ist so. Mit aller Kraft haben wir versucht, sie am Leben zu halten, aber Hannelore. Die gute Frau Kraft. Immer eine gute Ministerpräsidentin gewesen. Dann von Herrn Laschet abgelöst. Was ist denn hier los? Müssen die mich hier so abstrafen? Finde ich nicht nett. Ich echt gar nicht nett. Ach, 20,69%, ja. Das ist, naja. Hätte ich jetzt Besseres erwartet. Ah, sich der kleine Absturz hat gezeigt. Das wird nicht durchkommen. Das wird nicht durchkommen. Das wird nicht durchkommen. Okay, es ist durch. Aber es wird nicht durchkommen. Ob das das Erste, was die jetzige Regierung durchbringt, soweit ich weiß. Bin ich mir aber gerade nicht sicher. Man kriegt 2 Millionen. Ja. Le Palmer ist neuer erster Bürgermeister von Hamburg, ja. Yvonne Kripsel ist neue Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Sellering ist tot. Ach ja, da ist. Da war ja lang Ministerpräsident von Mecklenburg gleich nochmal. Mit die ist gerade Ministerpräsident geworden, obwohl sie nicht mehr, also nicht mehr existiert oder so. Ich bin gespannt, wer jetzt Ministerpräsident wird. Wahrscheinlich zählt jetzt, dass es keinen Kandidaten gibt und ich mir einen aussuchen darf. Gehe ich von aus. Wenn man keinen Kandidaten hat, dann darf man sich das ja aussuchen. Aber schön, wie ich immer alle Grenzfälle hier erlebe in meinen Spielständen. Ja, wir fahren dann alles. Hier gehe ich jetzt kein Risiko ein, hier möchte ich das jetzt nämlich sehen. Gut, mit wem koalieren wir? Volt, Linke, SPD, okay. Ah, dann nehmen wir doch mal Yvonne Kripsel. Hätte eigentlich Nachwuchs nehmen sollen. So. Berlin. So, Rheinland-Pfalz. Nehmen wir natürlich Lenny Medicus. Ein generischer. Ich will gar nicht Schluss machen hier. Sind jetzt bei 8 Minuten. Ich will dieses Let's Play nicht beenden, ich bin ehrlich. Ich werde es aber beenden. Ich bin da jetzt konsequent. Auch wenn mir zum Weinen zumute ist. Macht die Folge jetzt einfach länger. Das ist mir scheißegal. Macht jetzt länger. Das wird jetzt die längste Politik der Gutfolge, die es jemals gab, mit Ausnahme von Streams. Ne, muss ich jetzt gucken. Das war bisher die längste Folge. Ich bin da jetzt, Da haben wir 35 Minuten 15. Ja, das könnte der Rekord sein. Ja, machen wir. Ja, gut, das ist jetzt ein Stream gewesen. 35 Minuten 15 ist mein längstes Video von Politik der Gut. War aber auch Folge 4.5 vom linken Let's Play. Also insgesamt auch Folge 4.5 so ungefähr. 29 Minuten habe ich hier, aber 35,15, wenn ich mich recht entsinne. Ja, doch, das längste dann. Ich gehe aber noch weiter gucken. Weil jetzt sind wir eigentlich in den Zeiten, wo die Folgen 10 Minuten lang sind. War mal hier mal eine Folge 20 Minuten oder so, aber eben halt. Da hier war schon die Standardfolgenlänge 10 bis 15 Minuten. Damals am Anfang habe ich ja noch versucht, längere Videos zu machen. Aber das ist dann irgendwie auch. Ich finde, so kann man sich da nicht angucken. Meiner Meinung nach.
Also besser, wenn man das so ein bisschen stückchenhaft hat. Tut mir jetzt übrigens leid, wenn ich jetzt die ganze Zeit hier rumgucke. So. Ne, das ist das, denkste. Also. Das wird eine lange Folge. 35 Minuten 50 gelten es zu übertreffen. Werde ich nicht durchhalten, aber ich werde auf jeden Fall eine etwas längere Folge machen jetzt. Länger als die 50 Minuten. Ich würde sagen 20 Minuten. Denke ich. Ganz gute Sache. Weiß ich, finde, die Volt, die hat einen würdigen Abschluss verdient. Und die Volt ist auch definitiv eine Partei, von der man mal eine zweite Staffel machen könnte. Übrigens, Kanalumfrage gab es ja damals, auf der einiges basiert, sagen wir mal, was ich auf meinem Kanal fortgeführt habe. Und da gab es ja auch die Politik, Tech und Sachen. Das habe ich ja schon mal ausgewertet im Stream. Die Streams sind ja jetzt leider abgeschafft. Finde ich schade. Das schafft mir natürlich auch mehr Flexibilität, aber ich finde es trotzdem sehr schade. Also jetzt ernsthaft. Ja, aber es hat sich nicht gelohnt. Für zwei, drei Leute, die zuschauen, höchstens. Und wenn es eh alle nachgucken, ja, da ist dieser kleine Mehraufwand nicht wert. Irgendwann, aber bestimmt wieder. Bin ich mir sicher. Spätestens wenn ich mein Jubiläum habe, da habe ich mir einen ganz besonderen Tag ausgemalt. Da habe ich schon ein bisschen was geplant. Vor allem ein Special-Projekt. Am 28. August, 6 Jahre gerne. Und natürlich wird es auch einen Stream geben. Und wie gesagt, ein besonderes Let's Play. Ich dachte nur, ich weiß, bei 1000 Videos oder so. Irgendwann, eines meiner vielen Specials, kam ja Simutrans Special LP. Was ja immer noch läuft. Ich weiß gar nicht, was war. Special. Bei 4 Jahren kam, glaube ich, Train Fever als ein traditionelles Projekt. Dann kam ja zu irgendeinem Special. War das 1000-Video-Special? Ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls kam da Simutrans als mein erstes Let's Play und dann kommt dann halt mein zweites Let's Play. So viel sag ich nur. Ein Spiel, von dem es viel zu wenig Videos gibt. Und ich das endlich ja vor Ewigkeit mal im Steam Store gefunden habe, mit dem das dann auch Windows 10 funktioniert. Und deswegen werden wir dieses Spiel spielen. Oder ich werde es spielen. Und zwar in einem ganz regulären Projekt. Und mit natürlich einer Sonderfolge für das Jubiläum. Da werde ich alles vorbereiten. An dem Tag wird es keine normalen Videos geben. Es werden aber drei spezielle Videos und ein Stream geben. Vielleicht, wenn ich ganz gut drauf bin, sogar mehr als drei spezielle Videos. Da muss ich aber sehr gut drauf sein. Ich denke da an. Ja, ich denke da schon an besondere Videos. Politik-Tycoon wird auf jeden Fall auch dabei sein. Bevor jemand fragt. Ein Special ohne Politik-Tycoon, ist bei mir nicht mehr möglich. Kanal ist inzwischen, ich könnte den Politik-Tycoon-Meier umbenennen, so ungefähr. Unglaublich, der Politik-Tycoon inzwischen meinen Kanal geprägt hat. Die Hälfte meiner Abonnentenzahlen und Aufrufzahlen und so weiter kommt wahrscheinlich allein vor Politik-Tycoon. Das ist, nee, nicht Festgeld, ich mit Sparbuch. Ja. Aber auch eines der vielen Let's Plays, die mir Spaß machen. Gab immer mal wieder, die mir nicht so Spaß gemacht haben, natürlich. Die habe ich dann aber auch relativ schnell beendet. Politik gut, habe ich bisher noch nicht so. Nicht wirklich beendet. Ne? Ich habe den Überblick verloren, wie viele Staffeln es jetzt sind. Muss ich mal kurz gucken. Bremen kommt jetzt. Staffel 37 ist FDP, Staffel 2. Staffel 37. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 37. Wir brauchen kein Schwein, wir brauchen nämlich nur Geld. So. Ja. Und ich habe ja eben noch über die Kanalumfrage gesprochen, welche Parteien als nächstes kommen. Und ja, das Votum hat die KPD gefunden. Also, noch erstaunlicher, als ich es in Erinnerung hatte. Platz 2 kommen dann gleich auf. Zweite Staffel von den Grünen und die Deutsche Soziale Union. Hätte ich nie mitgerechnet. Übrigens, wenn ihr es mir nicht mitbekommen habt, hier sind ja zwei nette Vorschläge eingegangen. Partei der Vernunft, die habe ich ganz vergessen. Nämlich. Von der möchte ich auf jeden Fall auch mal eine Staffel machen. Wir haben auch viele Staffeln vor uns, sage ich mal so.
Aber auch die Staffel, zweite Staffel von den Grünen hat eben 6 Stimmen. Das ist halt auch besonders. Da sollte ich auch mal wieder. Da habe ich ja damals noch mit Umfragen gemacht. Da kann ich ja jetzt wieder mal ein richtiges Let's Play machen. Und eben die KPD. Und natürlich der andere Vorschlag, AFDP. Da wusste ich gar nicht, dass Wolfgang Kubicki das. War das Kubicki? Nee, das war. Das war Schäuble. Halt ein Bundestagspräsident. Ich meine, das wäre Schäuble gewesen. Vielleicht bin ich mir echt ziemlich sicher, dass Schäuble ist. Hat das ja mal selbstversehentlich gesagt. Im Bundestag. Die AFDP. Oder was, Kubicki? Da bin ich mir gerade sehr unsicher. Tut mir leid. Einer von den beiden. Ich möchte jetzt aber auch nichts Falsches behaupten, deswegen. Ne? Bernd Baumann, der passt zu uns nicht. Ja, liberal-ökologisch, Hauptsache aber sozial und ökologisch und dann halt, wissen alles so ein bisschen. Rockampmann, sie sind perfekt. Ich brauche sie. Ich brauche sie. Ich brauche sie. Danke. Ich brauche diese Frau, Rockampmann. So. Was man so als Politik-Tag und Staffel machen könnte, da könnt ihr übrigens auch gerne Vorschläge machen. Da habe ich mich tatsächlich noch nicht entschieden. Einerseits gibt es natürlich die Option, dass ich wieder ein neues Land erstelle. Oder mal hier, das wird auch mal vorgeschlagen, ist erstaunlich, weil ich das schon mal gemacht habe und versucht habe. Natürlich nicht für YouTube, irgendwie mal ein Bundesland oder so, ein Landkreis oder sowas darzustellen. Da haben wir mit Liechtenstein gesehen, was da passiert. Keine weiteren Kommentare zu Landkreisen, bitte. Ja, nee, an sich ist es ja wirklich eine noble Sache. So, mal Landkreise zu machen, so. Aber, ja, da müsste man die Zahlen enorm erhöhen und so weiter. Da wäre ich eher dafür, dass man sich mal, boah, an etwas Spezielles ranmacht. Zum Beispiel, Merkelistan. Ja, da müsste man halt, weiß gar nicht, wie viele Bundesländer es momentan in Mecklenburg-Vorpommern gibt. 25, glaube ich, oder so. Könnte man halt, die könnte man nicht alle darstellen, da müsste man ordentlich zusammenfassen, um so zu sagen. Aber ich denke, dass man da was machen kann. Vor allem, da es ja jetzt wieder Landtagswahlen gibt, die halt alle zeitgleich stattfinden und man das deswegen nicht darstellen kann. Aber prinzipiell wäre das eine Option für das Special. Wäre da mal was Fiktives. Haben wir damals schon mit Gernistan versucht. Auch eher einer meiner großen Flops, um so zu sagen. Die Nazi-Partei. Hatten wir, glaube ich, eine Folge. War auch lange Zeit auf meinem Sendeplan als pausiert eingestellt, aber inzwischen ist es beendet. Ja, Dauerpause noch das Zentrum, ob das jemals weitergeführt wird. Und das Beobachter-Let's Play, wo ich auch versprochen habe, dass das irgendwann mal weitergeht. Boah. Vielleicht. Und bald wird auch die Volt Deutschland auf beendet stehen und dann geht's mit der FDP weiter und danach, naja, wie angekündigt, voraussichtlich die KPD. Oh Gott. Ich habe ja bisher nur für rechte Parteien so ein Disclaimer. Auch wenn ich eigentlich schon für Parteien wie die MLPD so ein Disclaimer eigentlich bräuchte, um ehrlich zu sein. Aber ich denke, wenn ich die KPD mache, dann brauche ich einen linken Disclaimer und zwar ziemlich dringend, sozusagen. Damit ist nicht zu spaßen mit der rechten Hetze, die ich dann kriegen würde. Und eigentlich auch nicht mit meinem Gedankengut vereinbar, dass ich irgendwie eine kommunistische Partei anders behandle als eine nationalsozialistische, weil beides die Demokratie auflösen möchte. Dementsprechend. Man mag zwar vielleicht in der einen Ideologie was Besseres sehen als in der anderen Ideologie, um es so zu sagen, aber beide sind antidemokratisch. Und da ist egal, was sie sonst für Forderungen haben. Nö. Deswegen seid ihr Kommunist, wählt die Linke, die sind wenigstens noch demokratisch, seid ihr Nazi. Ja, dann solltet ihr in die Klapse gehen. Denn ganz ehrlich, es gibt keine demokratisch rechtsextreme Partei. Oder rechtsradikale Partei.
Und lieber AfDler, bitte tötet mich jetzt nicht. Danke. Ich bin hier sehr tolerant auf dem Kanal. Gegenüber. Ja, eigentlich allen Ideologien. Dementsprechend sollte ich eigentlich der Letzte sein, den ihr hier verhauen solltet. Ah, bitte. Oh, schön, wie ihr senken wollt. Bestimmt die FDP hat das Ministerium. Haben 20 Minuten. Ah, kann ich jetzt mal. Ja. Macht mir echt Spaß. Aber mit Folge 15 ist es vorbei. Gucken uns jetzt noch die Baden-Württemberg-Wahlen an und dann heißt es Farewell. Liebe Volt, das Let's Play neigt sich dem Ende zu. Und ich finde, es ist bisher auf jeden Fall eine der besten Staffeln. Nicht die beste, denke ich, aber eine der besten. Ich würde momentan sagen, so die besten, ich fange mal von denen an, sind die Volt. Die Rechte fand ich auch sehr schön. Ja, die Blauen waren auch nicht schlecht, wirklich. Die fand ich auch sehr gut. Der dritte Weg. Irgendwie immer die rechten Parteien, ich weiß es nicht. Außer eben die Volt. Ja, die Partei war auch sehr schön. Die Piratenpartei war auch nicht schlecht. Ja, das FDP-Let's Play damals war tatsächlich auch, Staffel 1 war auch nicht schlecht, fand ich. Und natürlich das erste AfD-Let's Play. Und die Freien Wähler. Die Freien Wähler waren sowieso das Beste. Das war, ich glaube, das über den längsten Zeitraum sich erstreckendste Let's Play. Nicht die meisten Folgen mehr, aber über den längsten Zeitraum. Das hat ja angefangen, ist ein Jahr später oder so erst fertig geworden. Einfach nur, weil ich, ja, bin lazy damit umgegangen ist. Bin, wie man heutzutage sagt. Ach komm, Koalitionsverhandlungen machen wir noch. Mit wem dürfen wir jetzt nicht koalieren? Mit den Grünen, ne? Funktioniert ja super. Nee. Also wenn schon, dann Ministerpräsident, ne? Mit den Grünen machen wir nichts. Lieber mit der NPD, mit der AfD. Also mit den Grünen. Grüne AfD, Union, NPD. Na klar, ich bin Peter. So, dann verabschiede ich mich recht herzlich. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann im FDP-Let's Play und danach im HPD-Let's Play. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.